Hallöchen, ich habe mega Bock zu lachen und deswegen muss heute das Video an von Luca, wo es um eine Nicht-Lachen-Challenge geht, weil wir wissen ja alle, man muss da eh sowieso lachen, mit Sandra zusammen und jetzt gerade eben sind meine Kopfhörer-Akkus leer geworden. Perfektes Timing. Dann machen wir ganz mit Kabel weiter. Perfekt. Immerhin Sachen nicht funktionieren sollen, funktionieren sie. Wenn sie funktionieren müssen, dann funktionieren sie nicht. Ja, mein Leben beschrieben in zwei Sätzen. Lass mal hoch da, let's go endlich rein, da Mann, ey, oh Mann. Oha, Lazy Luke hat sich echt krass verändert. Ich lache Challenge auf meiner Seite ist. Ja, Lazy Luke. Boah, du geisteskrank Ehrenloser! Ach man, warum muss er denn immer pupsen in seinen Videos? Das ist doch gar nicht lustig, das ist einfach nichts. Und guck mal, meine Kamera ist die. Es sieht so aus. Einen Typ kenne ich, der ist krass, okay? Ja, den fühle ich. Ja, dieselbe Frisur habe ich auch, ne? Wir gönnen uns auf jeden Fall gegenseitig. Das Ding komisch, wenn ich so sage. Wie viel würdest du deinen Kanal verkaufen? Ich schwöre. Sind Leute da jetzt, die meine Cousins sein könnten mit den Frisuren? Also, was ist hier los? Auf das Grab meiner Mutter für kein Welt dieser Geld. Für kein Welt dieser Geld. Würdest du verkaufen? Ja. Wie viel muss man dir geben? Ja, schon so ein Monatseinkommen, würde ich sagen, so 100 Millionen. Ja. Holen mal den ersten Teilnehmer in unsere Konferenz. Einen schönen guten Abend. Ihre Frage an die Kanzlerin. Double Peace, hier kommt der Wurf. Hallo? Ja, wir ich hören Sie. Ich bin da, ich höre Sie. Um auf den Punkt zu kommen, hier habe ich eine Zahnbürste, die 65 Euro gekostet hat. Ich muss sagen, ich finde die absoluten Dreck. Wenn man raufklickt und sie nicht angeht, dann bedeutet das, dass der Akku leer ist. Dafür braucht man nicht so eine Riesenanzeige, den ganzen Raum erleuchtet. Das ist schon wieder so ein Punkt, der kotzt mich an. Das ist schon wieder Stromverschwendung auf Kosten der Nutzer. Da haben Sie recht, Rein, aber... Reinheitlichkeitsgefühl. Ich merke, ob noch Belag drauf ist auf den Zähnen. Hiermit ist auf fast jeden Zahn noch Belag drauf und ich mache es richtig. Ich habe mir sogar Tutorials im Internet angeguckt, wie man sich mit so einer Zahnbürste so richtig die Zähne okay. Vor allem sieht die Zahnbürste nicht mal. Das nächste Video habe ich aber schon mal gesehen, wo Tanzen mit der Merkel telefoniert. Irgend so einen ähnlichen Schnitt habe ich schon mal irgendwann gesehen, vor Jahren mal. Also, jetzt alleine schon dieser Bürstenkopf runter, die Größe vom Bürstenkopf. Aber ist das echt? Ja, das ist echt. Alter, krass. Der wurde einfach zugeschaltet in so einem CDU-Video. Ja, das ist, wieso denkst du, Sandra, dass es echt ist? Sandra ist so lost, ey. Ich sehe ein paar Ausschnitte mal wieder auf TikTok oder sowas, wo Ausschnitte aus ihrem Podcast gezeigt werden. Die ist manchmal echt richtig lost. Krass. Wieso haben wir da nie angerufen? Die glaubt's echt, ne? Und wie das Cash Young. Hey! Was schreien Sie denn so? Was schreien Sie denn so? Weil du deine Klinge nicht gehört hast! Hey! Pass mal auf, Freund! Hey, hey, hey. Steckt er noch ab, ey, was will er denn machen? Also, da hat er auf jeden Fall der ältere Herr weniger Selbstbewusstsein, oder wie heißt es? Mir fehlen die Worte heute auch, aber ihr wisst, was ich meine. Der Klügere gibt nach in dem Fall. In dem Fall der Mann eher nicht, der Klügere war nicht der gewesen. Hey. Der schon wieder. Und hat Sandra verstanden, dass es eine Nicht-Lachen-Challenge ist? Die dachte, der durchgehen gerade. Ich auch. Er filmt diese Videos auch, da filmt ja gerade jemand. Weißt du, an wen er mich erinnert? An wen? Revi. Ja, übelst. Mom, was? Leute, ich habe lustig. Hinter mir ist auch ein Cabrio-Fahrer, der Dach offen hat. Absolut Cabrio. 100% Cabrio, seid ihr dabei? Hey! Witzig, yay. Laura, ich liebe dich! Königslegende! Laura, melde dich bei mir, geh mal im Land, lad dich ein. Nein! Die Köln! Als ob die dann auch sagt, so, ja, okay, ich komm. Ja. Menschlich gesehen ziemlich sympathisch. Das ist. Die Russians. Ich schwöre. Russian forever! Ha ha ha!
Was reimt sich auf NATO? Voll, passt mal gut, ey. Dein Lieblingskaffee, Rambo. Latte Mattacato. Mattacato! Ey, dass die dich immer mit so Scheißclips kriegen. Ich muss darüber auch lachen, Mann. Latte Macchiato heißt das, ne? Das kann ich sagen, warum muss ich jetzt gehen? Guck, wir haben 1 Uhr nachts, ne? Das können wir schon mal müde sein. Ne? Dann denkt sie irgendwie noch, dass sie nicht mehr hören kann. Ich hab schon Paranoia. Serio? Also, ich muss mich mal ganz kurz zu den Vorwürfen hier äußern. Sandra, ich bin das nicht im Video. Video ist nicht in Deutschland entstanden, tatsächlich, glaube ich. In Amerika. Und wir alle beide wissen, ich kann kein Englisch. Der kam schon öfter mal in Videos vor, ne? Aber das war jetzt unlustig. Ich glaube, das letzte Mal, wo er vorkam, war lustiger. Wir sehen uns. Gute Nacht, Schatz. Schlaf gut. Aber sonst geht's dir gut, oder? Ich konnte nicht schlafen, sorry. Wow, wie sieht der richtig aus? War das ein Fernseher als Bildschirm genommen hier an der Stelle? Was ist das denn für ein... Das ist doch ein Fernseher hier. Oder hat er da eindeutig sein PC angeschlossen? Die sehe ich Desktop-Symbole hier. Also ob, der gönnt sich richtig hart. Wow, wie sieht der richtig Schoko-Zitrone aus? Oh, das, das Schoko-Zitrone-Ding, ne? Oha, Schoko-Zitrone, das habe ich so oft da gesehen. Ja, wir sehen auch alle richtig geil Schoko-Zitrone aus, also wirklich. Okay. Sehr Schoko-Zitrone, also sind ja schon cute. Die sagt die ganze Zeit Schoko-Zitrone. Echt also so. Cool. Warum? Warum war das? Wie viele Likes? 2,2 Millionen Likes hat das Ding? Warum? Cool irgendwie. Das ist voll cool. Also da verstehe ich die 6,5 Millionen Likes. Da verstehe ich es voll. Frage, was könnte das bedeuten, wenn eine Frau das postet, die ich gern habe? She remembered who she was and the game changed. Daran einfach wichsen, Digga. Den Clip kenne ich schon, das ist so witzig. Einfach wichsen, Digga, einfach wichsen. Dinge, die jeder macht. Müsli direkt aus der Packung essen. Nee. Unter der Dusche singen. Ja. Und Hausaufgaben. Nee, nicht Spaß. Mehr. Das war so mega damn unlustig. Wirklich. Was suchst du denn jetzt? Fernseher. Oh, ist aber verschwommen, das Bild. Oder? Das ist aber schlecht. 3D, Frau. Ach so. Muss die Brille anziehen. Warte. Guck mal, jetzt zieht sie ihre normal. Sieht er seine Sonnenbrille an? Sie hat ja normal Sonnenbrille angezogen gerade, oder? Ey, aber ich werde auch nicht verstehen, wie man 3D-Filme zu Hause guckt. Hat für mich so auf dem Mini-Bildschirm? Hat das überhaupt einen Vibe? Weiß ich nicht. Fühl ich gar nicht so. Was ist jetzt los? Hallo, Technik, Technik, hallo? Ciao. Nee, die sind immer noch unscharf. Hat sich da ja nichts getan. Carmen, eine 3D-Brille, nicht eine Sonnenbrille. Hey, die stellt sich da extra dumm, oder? Ich kann mir nicht mal das vorstellen. Geistes, ne? Nee, ich wenn irgendeiner so von den Geistes das sieht, bitte in eine Podcast-Folge mal kommen. Bitte. Das ist so der absolute... Achtung, Cringe. Oberburner. Oberburner, nein, Digga, lösch meine Nummer. Digga, wenn ihr so im Urlaub schwimmen seid, ne? Bis wohin schwimmt ihr? Sag mal ganz... Bis 4. Also eins ist halt Sand, ne, ist flach, ist, kann man nicht schwimmen. 2 ist in die Wellen ein bisschen nervig. 3 ist schon chilliger, aber 4 ist perfekt, weil das ist alles schon eben glatt, nicht so krass fette Wellen. So 4 oder 3, zwischen 4 und 3 sehe ich mich eigentlich. 5 ist zu weit, da habe ich Angst, dass ich nie wieder zurückkomme. Ganz ehrlich, es gibt keinen genetisch erklärbaren menschlichen Grund, zu 5 zu schwimmen. Ich schwimme, echt so. Das ist los. Wohin schwimmst du? Ich bin so 2. Ja. Eins, zwischen 1. Also die Wellen ins Gesicht geklatscht kriegen, oder was? Und 2. Ich bin 4. Ja, 4 auch, ja. Um Mädels zu beeindrucken, guck mal, wenn ich rausschwimmen kann, aber von der Heiligen Distanz. Scheinbar nicht. Mädels zu beeindrucken, ah ja. Kommt da, bis wohin schwimmen die? 1, 2, 3, 4, 5. Oder geht ihr gar nicht ins Meer? Gibt ja auch Leute, die trauen sich gar nicht ins Meer zu gehen. Ich gehe immer rein ins Meer, immer muss. Ich war auch schon mal bei einer Unwetterwarnung drin, also bei einer Wellenwarnung auf Hawaii im Meer. Da sind die Wellen riesig gewesen, ist man dann reingesprungen. Hey, ist wirklich krass, wenn die Welle dich über dich auftürmt, so 3-Meter-Welle, dann musst du durchspringen. Sonst, wenn die dich erwischt, dann zack, bist du ein Bobbes. Also wirklich, bist du platt gemacht worden.
Ah, das sind die ganzen, ganzen Trainspotter, ne, die das so feiern. Ich find's irgendwie süß, so ein Hobby haben, so Trains anzuschauen. Hat irgendwie was, ja, ich so nicht. Wo freuen die sich denn jetzt? Fährt halt ein Zug vorbei. Ja. Leute, die mögen halt Autos, wie er zum Beispiel wahrscheinlich gerade. Leute, die mögen Fußball, wie er wahrscheinlich gerade. Und dann gibt es Leute wie ich, die keine Züge mögen auch nicht. Aber die Leute, die mögen sie immerhin. Und dann ist doch schön. Das ist ein komisches Aufbau gerade. Wie viele Herzen hat eine Krake? Ich glaube, wenn die 8 Arme hat, hat die 4 Herzen. Und du sagst 4, was sagst du, Abdi? Ich sag, die hat nur ein Herz, wie alle anderen Menschen. Was denkst du, wie viele Herzen hat eine Krake? Ich glaube, vor allem wie alle anderen Menschen, ja, weil die Krake auch ein Mensch ist. Aber ich glaube, eine Krake hat mehrere Herzen. Ich glaube, die hat nicht in jedem Arm eine oder so? So 8 Herzen dann auch? Weiß ich nicht. Ich glaube, die haben schon viele. 3? 9? 3 Herzen? Ach, sie wusste es. 3 Herzen, krass. 9 Gehirne? Was ist das, in jedem Arm so ein Gehirn hat? In jedem Arm ein Gehirn, dann noch im Kopf ein extra. Also 9 Gehirne, ja, passt. Nenne mir 3 Sachen in 5 Sekunden, die du jeden Tag zum Leben brauchst. 1, Essen, 2, Trinken, 3, Schlafen, 4, Satz des Pythagoras, Pythagoras-Formel. Ist dir aufgefallen, dass du nicht Satz des Pythagoras oder die Pythagoras-Formel oder irgendwas anderes genannt hast? Ich hab die doch genannt. Salat? Pizza? Döner? Nudel? Nudel? Hey, was ist ein Nudel? Ach so, Junge. Und dann, guck mal jetzt. Und Baguette. Baguette. Baguette, B-A-G-E-T. Das wird doch nicht geschrieben. Es wird Baguette geschrieben. Verstanden wegen Baguette? Nein. Ich dachte wegen Nudeln, weil das N am Ende gefehlt hat. Ich liebe dich. Ach, jetzt check ich das auch. Nudeln. Ah, okay. Ohne Grenzen, aber du versteh mich nicht. Warum du liebst mich nicht? Irgendwie voll traurig. Ich ohne dich wein. Entschuldigung? Ich meine, ich kann verstehen, dass ihr nicht versteht, weil ich verstehe ihn auch nicht wirklich gut. Wo haben Sie Ihre Brille her? Ach, nee, ich will es doch nicht wissen, sorry. No! Oh. Schau auf meine Mutter, guck mal, wo ich sitze. Irgendein Ey, so Eier musst du aber haben, dass du nicht sowas draußen in der Öffentlichkeit. Und der muss aber auch Eier haben, dass er sich ohne Sattel traut zu fahren. What is hier los? Hat mir Sitz geklaut. Digga, mein Arsch tut so weh. Oh mein Gott, ich kann kein Fahrrad fahren. An der Stelle würden wir die heutige Nicht-Lachen-Challenge jetzt allerdings auch... Wenn das dich halt nicht hinsetzt, ne? Musst du einfach stehen fahren. Geht bestimmt auch easy klar. Dass wir nicht zu weit runtergehen beim Treten, sonst geht's gleich... Beenden. Ich glaube, wir waren noch nie so wenig am Lachen. Ja. Die haben durchgehend gelacht. Ich aber auch. War ein cooles Video. War so von Rating von 1 bis 10 so eine stabile 7,2. Was habt ihr da schreibt? Aber habt ihr gelacht? Schreibt gerne in die Kommentare. Und einen Daumen hoch da lassen. Wieso nicht? Ciao. Ich bin Profi Brody, weiße Brille, weiße Cam.